Willkommen meine Freunde zu einer neuen gepflegten Runde von Dead by Daylight. Heute mal zur Abwechslung mit dem Todesboten auf dem Backwater-Sumpf. Und meine vier Perks sind Barbecue und Chili, Ruin, niemand entrinnt dem Tod und schlampiger Schlachter. Ich habe glaube ich eine Opfergabe mitgenommen, also meine Opfergabe waren glaube ich 25% auf alle Blutpunkte. So, dahinter habe ich zwei gesehen. Bin mal gespannt, ob ich die wieder finden werde, egal wo die hingerannt sind. Ja, okay. Sie machen auf jeden Fall einen weiten Bogen. Aber wo sind die bitte hin? Ich habe zwei Stück gesehen. Also wenn die mir beide entwischt sind, dann bin ich wirklich schlecht. Dann habe ich wirklich sehr, sehr schlechte Augen. Okay, die rennen da vorne. Ich glaube, die versuchen uns so ein bisschen abzuhalten. Von anderen Gens. So, da ist der Jake. Den haben wir schon gleich gesehen. Ja, wenigstens habe ich ihn... wenigstens kann ich ihn noch verfolgen. Oh mein Gott, war das gerade... Eieieiei. Okay, keine Panik. Ist bloß eine Palette, die ist wenigstens jetzt schon aus dem Spiel und er ist mir direkt in die Falle getappt, weil ich mich eigentlich meistens gleich umdrehe, wenn ich eine Palette umstoße. Also ich fange da erst gar nicht an, ja, irgendwas anderes zu machen. Ihm hinterher zu laufen oder sonst irgendwas. So, Jake. Ja, willst du die Palette umwerfen? Ja. Hat er, glaube ich, als Ziel. Okay, perfekt. Dankeschön dafür. Machen wir auch gleich kaputt, denn wir brauchen diese Palette auf jeden Fall nicht im Spiel. Und ich glaube, hier im Haus drin werde ich ihn nicht erwischen. Ich glaube, da sind auch noch zwei Paletten. Beziehungsweise, eine Palette ist noch da. Okay. Hat aber gut gemacht. Ich dachte, er bleibt jetzt da drin und loopt ein bisschen, aber nein. Na gut. Suchen wir irgendjemand anderen. Oh, da hinten wird kräftig gearbeitet, Leute. Da wird auf jeden Fall kräftig gearbeitet. Sonja, komm her. Damit ich dich auch mal ein bisschen treffe und erwische. Was macht sie denn? Die ist gerade irgendwie ins Nichts gelaufen. Da habe ich so den Anschein gehabt. Sehr schön. Perfekt. Kurz vor der Palette erwischt. So soll das Ganze sein. Oben wird natürlich auch wieder fleißig gearbeitet, Leute. Ihr hört es. Der Generator dürfte nicht mehr so lange brauchen, bis er. Okay, der andere war auch nicht mehr so weit weg. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, ich hänge dich jetzt mal hier auf. Dass ich ein bisschen Zeit habe. So, wo sind denn die anderen? Okay, oben ist niemand. Also irgendwie hat mein Barbecue gerade völlig versagt, oder? Oder kommt mir das nur so vor? So, hallo Laurie. Bam. Sehr schön. Zumindest mal ein Opfer. Und... Oh, hart im Leben. Sehr schön. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich dachte, ich würde sie jetzt eigentlich gleich kriegen und das war jetzt auch wieder voll lame. Das war jetzt echt lame. Okay, da hinten gibt es aber leider keinen Eingang. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh mein Gott. Was war das denn? Hat sie echt gut gemacht. Hat sie echt gut gemacht. Respekt. Aber die ist hier noch irgendwo. Die müsste hier eigentlich noch irgendwo sein. Also, hä? So, da ist der Jake. Sehr schön. Aber ich glaube, der will mich auch eh noch ein bisschen ablenken. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal laufen. Und schau mal, ob ich hier irgendwo jemand anderen noch sehe. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, die Map sagt mir irgendwie gar nicht zu, ne? Sagt mir irgendwie gar nichts. So, da ist die Nia. Okay, diesmal macht sie es anders, glaube ich. Wenn ich sie jetzt leider nochmal aufhängen muss, dann ist es eben so. Kann ich daran leider nichts ändern. Aber man sollte natürlich auch vom Killer entkommen können, ne? Und das ist jetzt wirklich ihre zweite Chance schon gewesen, dass sie wegrennt. Aber sie ist natürlich so auf Tatendrang, hier unbedingt einen Generator zu machen. Und das ist natürlich falsch, Leute. Das ist natürlich falsch. So, die hängen wir auf jeden Fall nochmal auf. Irgendwie habe ich gerade richtige Grafik-Bugs. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, ich brauche einen Haken, Leute. Ich brauche einen Haken. Hier unten sind auf jeden Fall beide Paletten, glaube ich, schon weg. Das heißt, die kommen uns auf jeden Fall nicht mehr in die Quere. So, perfekt. So, Barbecue zeigt mir an. Da vorne ist, glaube ich, der Jake gewesen. So, da ist mein Tote. Den können wir, beziehungsweise den haben wir noch. Totem sollten sie natürlich auch mal suchen. Ansonsten wird es schwierig. So, da hinten wird jetzt gleich gerettet. Ja, ich habe dich schon gesehen. Hahaha. Ich habe dich schon gesehen. So, wer ist denn das nochmal? Uiuiui, ich weiß es nicht mehr. Okay, geht durchs Fenster. Ah, das war knapp. Da hinten war die Laurie. Haha, habe ich dich auch gefunden. Das ging ja wirklich gut aus. So, wenn sie jetzt runterspringt, wird sie mir natürlich einen riesen Gefallen tun. Macht sie aber nicht. Sondern... Wo ist sie denn hin?
Also die Lori entwischt mir wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Also das kann man hier auf jeden Fall lassen. Also die spielen wirklich gut. Die haben noch zwei Gens zu machen. Also ich sehe mich gerade nicht in der Lage, diese Runde erfolgreich zu beenden. Sehe ich mich absolut nicht. Aber ich werde es trotzdem versuchen und natürlich mein Bestes geben. Da hat doch irgendjemand an meinem Totem rumgefuscht. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe es ein bisschen gehört. Nur konnte ich es nicht zuordnen, wo es war. Schade eigentlich. Okay. Schauen wir mal in den Schrank rein. Nein, da ist nichts. Schade. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die sich wirklich im Schrank versteckt hätte, nachdem sie mein Totem kaputt gemacht hat. Oder er oder es. Was auch immer. Oh, die sind alle wieder geheilt. Wahnsinn. Also diese Runde läuft für mich nicht gut, kann man sagen. Obwohl ich so einen guten Killer habe, aber naja. Okay, da muss man nämlich auch durch. Vorne wird gearbeitet. Hallo Nia. Irgendwie erwische ich immer die Nia. Also ich glaube, die wird sogar sterben. Sehr schön. So, und jetzt renn weg. Jetzt renn weg, weil ansonsten stirbst du. Ich glaube nicht, dass du sterben willst. Oh, das war gut. Sehr gut gemacht. Und das war's für Nia. Die ist auf jeden Fall tot. Und da lasse ich auch keine Gnade walten, Leute. Die muss jetzt leider sterben. Ah, Mann. Warum läuft die mir immer wieder vors Visier? Warum macht die sowas? So. Die anderen Überlebenden sind... Wo? Da oben. Ich verstehe auch nicht, warum Barbecue und Chili einmal irgendwas anzeigt und das andere Mal wieder nicht. Also das kapiere ich nur nicht so ganz. Klar, die müssen auch irgendwo in deinem Radius sein, dass du sie siehst. Aber bitte, 32 Meter ist eigentlich schon lang. Oder beziehungsweise schon weit, dass man so sehen kann. Okay, den Gen trete ich, glaube ich, mal aus. Meinen Gen habe ich bisher noch nicht ausgetreten und mein Ruin ist ja jetzt weg. Das heißt, ich muss die jetzt alle manuell ausmachen. Pop Goes the Weasel würde mir natürlich jetzt ein bisschen mehr helfen. Okay, da hinten wird gearbeitet. Okay, sie ist schon weggerannt. Ich drehe das trotzdem mal dagegen. Also selbst wenn sie jetzt die Tore dann öffnen sollten, ist es eigentlich halb so wild. Weil wir haben ja noch niemanden drin mit dem Tod. So, da war der Jake. Hier ist er. Hallo Jake. Na, du ausgebuffte Schlitzohr. Vielleicht erwische ich ihn ja jetzt sogar mal. Kann ja sein, dass ich ihn trotzdem treffe. Boah, ich habe ihn so schnell verloren. Wahnsinn. GG, Dan. Kauf dir doch bitte mal eine Brille. Das wäre natürlich super. So, der ist da oben. Ich habe ihn gesehen. Okay. Sehr schön. Perfekt. Gut gemacht. Gut gemacht. So, das zweite Opfer. Die gute Coco könnte fast eigentlich... könnte fast ein CTR-Spieler sein, wenn man sich Coco nennt. Also ich denke eher, dass es ein Sie ist. Okay, bam. Sehr gut. Ich finde, beim Jake kommen trotzdem keine Sounds mehr. Ist natürlich voll der Bug, aber wird irgendwie nicht behoben. Ich weiß nicht warum. Ich habe gerade jemanden vorher gesehen auf dem Berg. Vielleicht ist da ja noch jemand. So, da hat man auf jeden Fall gearbeitet. Treten wir gleich mal aus und dann rushen wir gleich mal wieder zurück. Außer sie sind jetzt hier lang gegangen. Ich habe gerade Fußtritte gehört, aber ich weiß jetzt nicht, ob es meine eigenen waren. Oh Gott, Leute. Bin gerade ein bisschen überfordert. Der ganzen Situation. Aber kriegen wir hin. Einen Kill haben wir ja zumindest schon mal. Das heißt, so schlecht haben wir jetzt gar nicht gespielt zu Beginn. Okay, sind hier hinten. Und... Oh, das war gut. Das war... Oh, hat sie Flink dabei? Ah, das war blöd. Das war blöd. Okay. Versuchen wir trotzdem, sie irgendwie zu erwischen. Irgendwie. Okay, sie ist da hinten. Sie rennt jetzt wahrscheinlich hier lang. Okay. Das Problem ist halt immer, wenn die gesund sind, ne? Dann hörst du sie nicht. Wenn sie natürlich verletzt sind, dann hörst du sie schreien und alles. So, der Jake ist noch nicht geheilt. Wir haben, glaube ich, nur noch diese zwei Gens. Müssten wir haben. Weil sonst ist keiner mehr übrig. Oh Gott, ich glaube, die Lori arbeitet da. Ja. Hallo, Lori. Na, willst du jetzt mal an den Haken oder nicht? Boah, der Cooldown ist halt wirklich immer so ätzend, Leute. Der Cooldown ist so ätzend. Ah, oh, das war nichts. Wenn ich immer so hektisch bin, ich schwöre, ich treffe niemanden. Ich treffe echt niemanden. Dieses Hektische sollte ich unbedingt ablegen, Leute. Sehr schön. Und geschafft. Ich dachte mir schon, dass sie sich irgendwie hinter der Palette verstecken muss. So, wo ist sie hin? Da ist sie. Sehr schön. Dann ab
an einen Haken mit dir. Oh, da ist sogar der Keller. Cool. Ja, dann in den Keller mit dir. Wenn der Keller schon wirklich so schön bereit steht, dann kommst du in den Keller, meine Gute. Und weg. So, die anderen sind wo? Zeigt mir wieder nichts an, okay. Wieder natürlich GG für dieses Perk. Weiß gar nicht, ob ich das aussortieren soll. Aber es bringt halt extra Blutpunkte. Deswegen finde ich das gar nicht so ohne. So, da hat man den Generator gemacht. Blutspuren gehen nach hier hinten. Muss ich unbedingt die Blutspuren im Auge behalten. Wo sind denn die Ausgänge? Einer ist da. Und der andere ist da hinten. Okay, aber sie werden es nicht rausschaffen aus dem Keller, ohne dass ich sie eigentlich sehen werde. Außer sie rennen komplett andersrum. Okay, sie sind hier lang. Hier lang. Jetzt wird schwierig. Ach, da ist ja jemand. Hallo? Die Betty. Okay, wir haben ja niemanden entrinnt im Tod. Ist jetzt gespawnt, dass ich das habe. Das heißt, die werden sowieso gleich austreten. Also bin ich mir... nein. Nicht in die Palette. Nicht in die Palette. Alles gut. Alles gut. Benimm dich, Betty. Benimm dich. So, komm schon. Und zack. Sehr geil. Okay, eine ist am Tor. Das war, glaube ich, der Jake. Wenn ich es jetzt gut machen sollte, erwische ich ihn, glaube ich, noch. Na. Okay, ist, glaube ich, auf jeden Fall unter mir. Ja. Was? Da ist der Jake. Sehr schön. Perfekt. Den nehmen wir doch gleich mal mit. So, jetzt ist nur noch die Lori irgendwo hier. Wenn ich die jetzt noch finden würde, Leute, das wäre der Oberhammer. Dann hätte ich sogar die Runde gewonnen. Okay, die hat die Tore geöffnet. Sie hat die Tore geöffnet. Okay, sie kommt von dieser Seite. Ich hoffe, sie schafft es jetzt nicht an mir vorbei, weil das wäre jetzt nämlich echt blöde. Das wäre jetzt echt blöde, wenn sie das schaffen würde. Aber sie ist noch verletzt. Sie ist hier irgendwo. Ah, Mist. Okay, sie hat es rausgeschafft. Aber Leute, wir haben 3 Kills. Die einen zwei sind auf jeden Fall tot. Wenn ich Lori gewesen wäre, hätte ich die sogar noch gerettet. Also ich hätte es zumindest versucht. Oder zumindest versucht, das Totem zu zerstören. Aber so war es für uns wirklich eine sehr, sehr gute und stabile Runde, muss man sagen. Unbarmherziger Killer, Leute. Unbarmherziger Killer. So kennt man bei mir den Todesboten. Ne? Unbarmherziger Killer. So muss das sein. Oh mein Gott, und wir haben sogar unsere Aufgabe geschafft, 3 Embleme in Silberqualität zu verdienen. Ja, wenn es jemand schafft, dann der Todesbote. Oh, das war gut. Einen Pip bekommen. Sehr schön. Ansonsten haben sie wirklich sehr, sehr gut gespielt und wir haben sogar einen mit Rang 1 gehabt. GG, aber war wirklich gut. Haben wirklich gut zusammen gespielt eigentlich, aber im Endeffekt hat es dann doch irgendwie die Lori vermasselt. Kann man ja eigentlich so sagen. Na gut, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Episode von Dead by Daylight und... bis dann, macht es gut und danke und ciao.